Hallo, im Lautsprecherbau spielt das Finish ja immer eine sehr große Rolle und für jedes Finish ist eigentlich Staubfreiheit Grundvoraussetzung. Selbst wenn man ölt oder sowas, dann ist es wichtig, dass einfach sein Werkstück staubfrei ist. Und das Problem ist dann allerdings nicht nur, das sauber zu bekommen, weil das wird noch mit dem Besen oder mit einem feuchten Lappen recht gut gehen, sondern dass sich mit der Zeit auch Staub absetzt. Wenn man das zum Beispiel lackiert hat, dann braucht der Lack einige Stunden, bis er staubtrocken ist. Und in der Zwischenzeit kann sich sehr viel Staub absetzen. Und die eine Methode, um das zu verhindern, ist einfach, sich abzukapseln, indem man sich eine kleine Lackierkabine baut oder selbst mit einem Moskitonetz, das man zum Trocknen drüber spannt, geht es schon recht gut. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man den Staub überhaupt nicht erst entstehen lässt. Und das ist denkbar natürlich die bessere Alternative der beiden. Und dann habe ich mal geguckt, weil Staub bei mir eigentlich schon immer ein recht großes Problem war, was es da so für Möglichkeiten gibt. Und dann bin ich hier bei so einem Downdraft-Table gelandet. Und ja, das ist einfach auf gut Deutsch ein Absaugtisch. Das funktioniert folgendermaßen. Hinten ist eine Staubabsaugung angeschlossen und oben ist so eine Platte mit Löchern drin. Ich denke, das gibt es als Schrankrückwand oder sowas. Und unten drunter ist einfach nur noch hier dieses Volumen, was den Zug einigermaßen gleichmäßig verteilt. Und ansonsten, ja, ist hier fast nichts Besonderes dran. Außen sind noch kleine Nuten, die habe ich mit einem Schwalbenschwanzfräser hergestellt. Und da drin laufen solche Halter, die eben ein passendes Profil dafür haben. Und damit kann man dann das Werkstück sehr gut festspannen. Und genau, dann könnte ich zum Beispiel hier einmal so das hier so festspannen und dann ist es sicher hier drauf. Das muss man bei Werkstücken machen, die nicht so eine besonders große Auflagefläche haben, weil dann eben der Zug von unten nicht besonders groß ist. Und der Vorteil bei den Haltern hier im Vergleich zu einer Spannzwinge ist auch, dass die mir keinen Platz auf der Oberfläche klauen. Weil mit der Oberfräse ist es zum Beispiel so, sagen wir, ich will jetzt hier außen diese Verrundung machen. Das habe ich mit einem 2 mm Fräser gemacht. Oder auch hier innen ist es schon bei dieser Abrundung, die ja zwingend notwendig ist, ganz wichtig. Weil wenn ich die Oberfräse hier so ansetze, dass das einigermaßen passt, dann habe ich hier außen keine Ecke mehr, wo ich eine Spannzwinge ansetzen kann. Und selbst wenn ich hier so kleine Spannzwingen habe, dann geht es hier einfach nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass ich eben solche Halter habe, die das Werkstück schön festspannen, aber trotzdem nichts von meiner Bearbeitungsfläche klauen. Weil so kann ich das jetzt festmachen und dann kann ich hier einmal komplett außen rumfahren und ich muss kein einziges Mal umspannen. Und noch besser funktioniert das Ganze dann natürlich, wenn ich solche Platten nehmen, weil die halt eben geschlossen sind und dadurch mehr angezogen werden. Und ich werde jetzt die Staubabsaugung mal einschalten und dann könnt ihr mal sehen, wie fest das wirklich hält. Das ist hier, dass ihr das mal seht, was recht Großes. Das werden jetzt die meisten von euch wahrscheinlich nicht zu Hause rumstehen haben, aber ich denke, es ist trotzdem recht interessant für die meisten von euch. So. Also ihr seht schon, wenn ich hier schleifen würde oder eben, wie ich gesagt habe, mit der Oberfräse die Kanten bearbeiten, da bewegt sich eigentlich nichts. Und es ist so, dass wenn man nicht eine allzu große Oberfräse hat, dann kann man die auch recht gut mit einer Hand bedienen, sodass ich hier mit einer Hand langfahren kann und mit der anderen halte ich das Werkstück noch fest. Das funktioniert dann selbst bei solchen kleinen Werkstücken, die eben nicht allzu fest angesaugt werden, ziemlich gut und genauso gut wie Spannzwingen, sodass ich sicher und staubfrei arbeiten kann. Ja, ansonsten gibt es hier nicht allzu viel zu sagen. Es war ein relativ simples Projekt und ja, hat sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Gut, das war's soweit. Macht's gut, Leute. Tschüss.